2,3 Liter Käfer aus Österreich, der rechte geht gar nicht mehr und der linke hat sich ganz komisch angehört. Peugeot 206 RC. Der rechte Bein. Und rechts der John Cooper Works steht da. Ja. Aber schauen die nicht böse aus, die Cooper Works? Ford Fiesta, Kompressor, GFJ. Aber ich sehe G-Modell, klassisch 3 Liter, optimiert, Gewicht um die 1000 Kilo. Und der total geile Opel Kadett C, Limo gechoppt. Vom Christian Mittendorfer mit 12,992, schneller wie letztes Jahr, schauen wir, was rauskommt. 14,224 links für Golf, 12,99 rechts. Wir werden sehen. 13,3 rechts, 14,623 links. 14,1. Lässt hier mindestens 6, 7, 8 Zehntel liegen durch den Wheelspin, wo er nicht in den Griff kriegt, nicht vom Gas geht. Hier also die ersten 100 Meter Wheelspin. 9, danach gibt es einen Sprung. Karl-Heinz Hirtreiter, VW Golf 2, 1,8 Liter Turbo, 11,3. Gegen Teilnehmer aus Klasse 4. Ja, der aktuell zweitplatziert. Und ich glaube, die Jungs wollen mehr. Ja? Die Jungs wollen schneller sein als 9,699. Viertelmeilenzeit ist 9,862. Super. 49 auf der rechten Bahn. Gerhard ohne Zeder versucht es nochmal. Im ersten Lauf hat er Schwierigkeiten. Ganz kleiner Schaltfehler. Aber sieht gut aus. 10,099. Super. 10,09. Schiebt sich somit in Klasse. Könnte gehen. 9,5. Wir schauen uns das an. Robert Trondl mit 14,3 auf der rechten Spur. Zweimal Golf 1. Ah, scheiße. Verscheuten. Auf beiden Bahnen Schwierigkeiten. Hagi macht eine 11-2, 13. Jetzt lang im Begrenzer beim ersten Gang. Das kostet Zeit für Sau. Gleich durchziehen. Christian Wagner, VW Golf, 1,9 Liter Turbo. Aktuelle Bestzeit ist 13,899. Schreitet davon. Wir fahren jetzt hier weiter mit Klasse 5. 7-2 auf der linken Seite, wunderschöner Golf 1, letztes Jahr schon da gewesen mit den Bergen vom Porsche Carrera. Thomas Solleder, linke Seite, der kratzende Getriebevirtuose mit einem BMW E30 3,2 letztes Jahr, 21 Hermit Platz. Kadett E2 Liter Turbo.
der Turbo Opel rechts, 1,8 Turbo Golf. 36 auf der linken Spur, Gegenstarter auf der Klasse 5, aus der Klasse 5 rechts. Ein schöner Golf gegen einen neuen Golf. Der neue ist auch schön. Ohne Zweifel, aber der rechte ist fast genauso schön. Das Wimmisberger Golf 3, 2 Liter Turbo. Fährli-Bärli, das ist eine E-Fahnung. Yep. Fährli-Bärli39.com. Hey, oh, okay. Okay, die steht immer da. Oh, da war irgendwie ein heißerer Motorlauf am Start, aber ich habe da den Fahrer vorher gehört. Das war GT3 links. Schwibsch, GTS rechts, Hacker. Nächster aber auf der linken Seite. Viel Schlupf. Aber er könnte auch ein Traktionskunden. Ich sehe schon meine Zeitenlisten hier, als Konfetti durchs Fahrerlager fliegen, nachdem ich mit schwersten Kopfverletzungen am Boden liege. Das Ding, gell? Mal wissen, was das hier mit dem Fahrwerk ist, mit dem Luftfahrwerk runtergeschraubt oder geblasen, keine Ahnung. Außergewöhnlich tief. So. In München auf der Leopoldstraße sieht Porsche gegen Nissan. Da haben wir natürlich am Siegestor Quartz hier. 2,8 Turbo. Der Dreier ist so geil, der Touring. In Landshut vor 2 Jahren, was ist ja vor lauter Karosserieverspannung Heckscheibe aufgegangen. 10,829. Gott, die Heckscheibe aufgeht und nicht kaputt geht. Das ist schon geil. Also, geil. Wobei damals bei so am selben Tag bei seinem Golf 3 Schachtleisten geflogen ist und Zierleisten. Ah, Audi, komm, komm, was ist los? Das war jetzt so gut. Bonito eingebaut, wie gesagt, ich kann immer nur stückchenweise erklären von dem Auto. Das ist ein Gitterrohrrahmen mit einer Fieberkasse. Der Besitzer von dem. Was ist los? Ist kaputt. Alles komplett unter Wasser, komplett überschwemmt. Unter anderem dieses Auto. Ich habe Fotos auf Facebook gesehen. Schaut euch das an. Tutterrisse auf Facebook. Ihr werdet weinen, wenn ihr die Bilder seht. Und ihr werdet nicht glauben, wenn ihr die Bilder gesehen habt, dass das gleiche Auto ist. Geputzt, gewaschen, gewinnert, als alles vollgelaufen. Steuergerät, Nossanlage, ist voll im Programm. Also, die können was. Die können nicht nur frisieren, die können auch reparieren. Geil. So, jetzt schauen wir noch, was er macht. Bin gespannt. Geil!
7. 259 Stundenkilometer. Straßenzulassung, aber auch nur deswegen, weil das Nummernschild keinen Platz hat, wegen dem Bremsfallschirm. Der Benzin ist 190 mit dem 6,2 Liter V8 oder was das ist?